Heute, was geht ab, Leute? Hocken hier mit einer weiteren Folge Hungry Acts. Starten wir gleich mal. Glücksei verschwendet, heißt die Folge. Schau mal was. Warte mal. Hier fängt's an. Heute, was geht ab, Leute? Hocken hier. Heute, was geht ab, Leute? Hocken hier. Wir sind auf dem Weg zum Friedensengel. Angeblich ist da jetzt ein Fagosto-Nest. Das checken wir ab. Ich brauche noch welche. Fagosto, damals erzählt, ich bin mit dem gegangen. Bis dann Halloween Event kam. Ende des Monats. Was halt echt traurig ist. Schau mal, was dort abgeht. Sind hier gerade Maxi über Platz. Also das Video wurde am 25.10. Hochgeladen. Und Ende vom 10. ist dann das Halloween-Event gekommen. Mit den ganzen Tragostos, also. Das war echt traurig. Ihr habt es vielleicht in der letzten Folge schon gesehen. Wir waren auf dem Weg, was essen gehen. Wir sind immer noch auf der Suche, Folge 2. Letzte Folge. Haben wir immer noch nicht Folge gestern. Wer es gesehen hat. Wir waren bereits bei einem Nest. Also echt krass, wie wir damals so viele Nester abgecheckt haben, so viele Sachen an einem Tag gemacht haben. Eigentlich den ganzen Tag gezockt. So, Moment. Den Song vorspulen. Ich. Tati fast überfahren worden. Oh mein Gott. Sepa auch gut. Sepa auch gut anscheinend. Da geht schon was. Okay, sehr spontane Planänderung. Okay. Der McDonald's, zu dem uns Tati führt, ist der. Von Bordeauxplatz, der hat er sicher nicht absichtlich. Aha, direkt hier die vier Spots. Damals Bordeauxplatz ging immer. Das heißt, statt Friedensengel heute Bordeauxplatz. Ja, dann ist gut. Die muss farmen. Das hat danke dir, alles geplant. Dass wir die Tragostos doch nicht gefarmt haben. Bei ihm umsonst. Geht's um Messer, bei ihm geht's um pure Erfahrung. Ja, Mann, er hat schon alles. Ah, er hat schon alles. Schaut's nur in sein Gesicht, dann wisst ihr schon, wer recht hat. Ihr seid echt dreckig, oder? Sie hatten aber echt ganz das ist völliger Bullshit, Mann. TT. Wie ich sehe, ich hab gesagt, wo steigen wir aus? Ich so, Max Weber Platz, okay? Max Weber Platz ist bestimmt auch, gibt's schon. Nee, ich hab gesagt, Prinz Regenten, oder Max Weber Platz? Ja, du so, Max Weber Platz. Ja, aber ich hab mir gedacht, da gibt's bestimmt irgendwas. Du musst oder? Lachen die ganze Zeit, du kannst dich normal reden. Weil ihr mich gerade verarscht, hier, Alter, was ist das für ein Scheiß? Ja. Muss sagen, wir haben endlich den McDonald's erreicht. Da kommt der kleine Junge. Egal. Der McDonald's ist übrigens. Eine Weltreise war. Der hat zugemacht, geschlossen, da ist jetzt irgend so ein Bio. Trotz Map, also Map ist nicht immer das Beste. Ich glaube, ohne die Pokémon Go Spieler hat der McDonald's platt gemacht. Oh mein Gott. Hörst du, Tati? Wobei, ich noch nie von dem McDonald's gehört habe, der platt gemacht hat. Hat wahrscheinlich irgendwelche anderen Gründe. Jo, heftiges Menü habe ich. Also, das war echt heftig. Ja, Mann. Sehr lecker. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Noch 31. McDonald's hat mich abgelenkt gerade. Das Menü war echt so. Was soll ich sagen? Außer Tati, jetzt weiß ich mit mir aufnehmen. Ja, Mann. Wir haben ein bisschen gefahren, wir nichts Besonderes in dieser Folge. Ich war nicht mal die Woche krass unterwegs, nur Uni und zu Hause. Die letzten Folgen haben sich in die Länge gezogen, ja. Wir waren auch ziemlich lang. Nest abchecken und so damals natürlich geil, aber jetzt im Nachhinein nicht so geil. Aber wir haben die Dürreperiode bald überstanden. Ab nächster Folge werden die Folgen richtig krass. Da kommt erstmal das Halloween-Event. Das war geil. Und dann, los, dann kommt das, was ihr alle sehen wolltet, was ihr sehen wolltet, worauf ich reagiere. Und zwar, geile Street Fighter Musik. Und zwar die Scanner-Touren. Die Scanner-Touren, die Arena-Touren, demnächst dann Hungry Acts. Das ist das, worauf alle gewartet haben. Aber heute noch hier eine nicht so spannende, eher langweilige Farm-Folge. Am Bordeaux-Platz. Früher hat man halt noch viel gefarmt. Baugeschüsse im Leveln. Hardcore-Modus. Jetzt natürlich mit Level 40. Und los geht's. Nicht mehr so viel. Dieses Gefarme so gibt's eigentlich gar nicht mehr. Zumindest bei uns. Nichts kann ihn stören. Vielleicht bei Staub-Event oder so, aber ansonsten nur geradet. Danach ist er endlich hoffentlich Level 29. Na, Bargisch echt abgestürzt. Das zieht uns echt runter, Mann. Ich hab ja Level 30 erreicht. Er ist nächste Woche sind wir eben dabei, so. Oh mein was Gott. Halt schon krank ist, weil am Anfang hat er ja so hart gezockt. Immer kommst du, kommst du wieder nicht. Ich hab ja den Kleinen angefangen, der ist jetzt auch schon Level 17, 18, 19 und sowas. Ja? Und das nach einer Woche zocken. Das ist schon ein krasser Unterschied. Wann kriegst du deine Ding wieder? 2 Wochen. In 2 Wochen? Aber es zocken immer noch relativ viele. Trotz kälterem Wetter, trotz dem Tod des Hypes. Welche? Die O2-App halt, Mann! Digga, die O2-App! Spaß, ich hab keine Ahnung, ich hab ja, Mann. Jo. Warte, oh mein Gott!
Koko war angeblich in der Nähe, wir lassen Marisch im Stich. Angeblich ist ein Koko gespawnt. Zen-Modus. Irgendwas sammeln, damals Koko natürlich. Die Leute gehen ab. Richtig krass. Wie soll man mit... Keine Ahnung, wie die davon erfahren haben, aber... Auf geht's. Es muss doch einer schreien. Immer krass. Respawn Koko war, ich glaub, was irgendwas ist das. Stimmt, Mann. Egal, Mann. Hey, für die Kamera. Egal, wir gehen hin, oder? Action für die Videos, Mann. Ich oh mein Gott. Das hat die auf YouTube gesehen. Kennst du ihn ja auch, oder? Ja. Barisch ist doch mitgekommen. Ich schwör, Barisch. Ja, muss ja. Keine der Hautsport, glaub. Barisch hat doch. Der Hautsport hat doch. Ja. Glück sei richtig minus jetzt. Ja. Oh also wir lachen Gott. Mal. Richtig Missplay. Das ist nicht das erste Mal, dass Barisch ein Glückseil verschwindet. Was? Die sind noch nicht hingegangen. Er zündet irgendwie aus Versehen immer ein Glückseil. Ist ihm echt des Öfteren passiert. Nix wissen wir. Ich hab auch schon mal aus Versehen Sternstück gezündet. Aber er hat echt sehr oft, komischerweise, überraschenderweise sehr oft aus Versehen Glückseil gezündet. Das war auch so ein kleiner Insider bei uns. Deswegen lachen wir so, Glückseil verschwindet. Wieder mal. Das wieder mal für ihn, das ist der halt nicht. Das hättest du schon lange in der News. Oh mein Gott. Aufpassen, Kinder. Immer aufpassen auf die Straße. Nicht auf Sandy starren. Oder wenn ihr auf Sandy starrt, trotzdem aufpassen. Das war nichts, sagt er. Ja. Und hier fehlt wieder mal der Bildschirm. Den hätte ich schön hier rechts einblenden können. Ein paar Sachen. Aber farmen. Ich frag mich jetzt, wo ich ja nicht mehr aktiv farme, wie ich den kleinen leveln soll und wie lange es jetzt dauert. Weil früher waren wir ja ständig farmen. In der Subchecken farmen. Das war das Einzige, was wir gemacht haben. Oh yes, ein Dratini. Wenigstens ein bisschen Action. Ich brauch nur noch 2-3, da kann ich sogar dran. Oh mein und Gott! Jetzt lauf ich ja nur mit dem nebenbei herum. Also. Ein Dratini, 20 Kilometer gespart. Hong ist Level 31 bald, da hat doch kein Draht dran, Mann. 4 Bonbons. Keine Sanana damals. Geht gar nicht, Alter. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt mal an den Spot, wo der eigentlich immer raus, wo der immer ist. Da gab es viele Trantini-Spots, also. Wahrscheinlich schon. Wer da immer ständig gefarmt hat, EP gemacht hat, der hat auch viele Trantinis ja, und. Eigentlich auch Spawn-Punkte geändert wurden, ja. Position und so. Ey, Barisch, du weißt schon, dass hier auch die Punkte geändert wurden, gell? Hast du? Ah, da ist es ja. Ich hab schon gefangen gerade. Ist es gut? Nein, es ist insgesamt ganz gut, Boy. Also, das heißt so, schlechter als. Gut. Stehen wir da mitten auf den Schienen? Also 75. Nicht auf den Schienen stehen, Leute. Kinder. Macht's mir nicht wahr. Und First Try, Hong hat ihn gleich, oder? Okay, nee, wir stehen auf den Insel. Wieder ein paar Kilometer. Alles in Ordnung. Ja. Damals ging es noch um jedes Trattini-Bonbon. Jetzt habe ich über 2000. Ich entwickle Trattini für EP, weil die Bonbons zu viel sind. 4000. Barisch braucht noch 4000, dann ist er 29, dann gehen wir. Barisch immer noch auf der Jagd nach sein Level 29, aber alle Module bis auf eines aus. Oh. Sieht echt schlecht aus für ihn, ne? Ich hab echt eine geile Idee, was in der Hand die noch machen müsste, Alter. Erzähl, Tati. Die müssten zum Beispiel auch anzeigen, wie lange so ein Lockmodul noch läuft, Mann. Ah? Von der Uhrzeit. Das wäre nicht schlecht, aber weißt, was ich haben die immer noch nicht angeführt. Was machen wir? Wie brauchst du noch an? Und von 30 auf 31? Und? Das weiß ich nicht. 500.000. Oh mein Gott, was ist das für ein fetter Sprung? Ja, der Sprung ist deshalb ist er von 31 auf 32 auf 500.000. Geht noch weit. Eigentlich gar nicht so viel. Ich hab das so gehört. Vor allem der Sprung von 39 auf 40 ist 5 Millionen. Wir haben jetzt die letzten Momente von Barisch. Ja. Bevor er endlich Level 29 kommt. Aber endlich, Mann. Ihr werdet mich jetzt in den Videos nur noch mit Tati sehen, weil ich hab kein Internet mehr. Werden ihn, besser gesagt, gar nicht sehen. Er ist echt abgestürzt. Das werden wir sehen, ob ich das überhaupt zulasse. Ich war Level 14, er war Level 26. Ich war Level 20, er war 27. Er war 27, ich war 22. Er war 27, ich war 25. Ja. Er war 28, ich war 26. Er war 28, ich war 28. Und dann tot. Er war 28, ich war 29. Ja, er war 28, ich war 30. Und jetzt wäre ich fast 31 gewesen. Und er immer noch 28. Das war die Story. Schon hart wie Hartmann ab. Ich habe keinen Platz mehr, ich muss. Wenn man keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Entwickler hat eine, da hast also du eh schon deine. Vor allem von 400. Hier so. Oben. Mach halt eine nicht. Ist einfach da runtergefallen. Ist natürlich auch schade. Oh mein Gott, versuchen sie später nochmal. Weil er hatte immer viel Ahnung, hat sich immer viel informiert. Also ernst krass. Er war auf jeden Fall einer der Top-Spieler gewesen. Hätte er weitergemacht. Hast du den?
Aber er ist halt auch einer, der sehr schnell Motivation verliert. Auch in Yu-Gi-Oh! Hat er sehr viel Potenzial. Was gibt's Level 29 für Items? Oder wie viele? Tabelle, nichts Besonderes. Nichts Atemberaubendes. 30, Level 30 war saftig, gell, mit den Kubatoren. Ja, Mann. Hast du die alle benutzt schon? Level 30 war echt so. Ja, was hast du halt bei den Zehnern bekommen? Nichts Besonderes. Onyx, Sichlo und. Sichlo ist gar nicht so viel. Also kein Relaxo. Sherox. Nein, kein Relaxo. Onyx, Sichlo, Nocturne und noch. Oh mein Gott. Wie viel Nocturne bekommen hat. Tati braucht noch Nocturne. Der leide ich immer noch. Oh mein Gott. Level 29. Oh mein Gott, Glückwunsch. Bargisch. Bei 30 wird ab. Next Stop Level 30. Wie lange wirst du dafür brauchen? Drei Wochen. Drei Wochen? Nein, das wäre sogar gut. Ich glaube, drei Monate mal. Ja, mein Gott. Ja, sowas. Ja, sowas. Ja, dann haben wir es ja geschafft jetzt, oder? Oh mein Gott, 350.000. Okay, das war's. Ciao. Das war's. Ciao. Ciao, Mann. Geiler Tag war's heute, oder? John, nimm die Twin Twister mit. Ich kauf sie dir. Okay. John, du hast gerade John gesagt. Nein, nur du. Ja, Mann. Schau, wie das auf mich schiebt! Oh mein Gott! Es ist nicht sein, was du mit dem Lamas hier! Hat die Leitung! Ohne Scheiben, Mann! Tschüss! Das war's von uns! Das war's von uns! Der Bagisch ist endlich Level 29 gekommen! Ja! Schauen wir mal, wie lange Outro. Ich hab mein letztes Nino ran! Oida! Am Bordeaux-Platz gefangen, jetzt kann ich mir endlich Nido King machen! Nido King! Ansonsten. Du wirst Shiny Nido King, sieht ganz geil aus! Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite so ist es. Und. Schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Nee, das müsst ihr nicht schreiben. Wir haben da ein paar Orte, zum Beispiel Nymphenburg, Nymphenburger Schloss, ja, Bavaria Park. Das ist aber echt cool. Schauen wir mal. Aber das war's von uns wieder. Sehr schön, schöner Park, schönes Schloss. Das ist mein erstes Nido King jetzt. Erstes Nido King. Ja. Warte. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Genau so ist das, Hong. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.